Über 14% aller Hartz-IV-Empfänger sind Flüchtlinge. Das ist heute in der Welt zu lesen. Im Januar 2016 waren es 320.000 leistungsberechtigte Flüchtlinge. Im Mai 2017 bereits 870.000. Sehr häufig Männer, Durchschnittsalter 30 Jahre. Mehr als die Hälfte davon hat keinen Schulabschluss. Und das größte Problem sind die mangelnden Sprachkenntnisse. Alles sehr überraschend.